Und wir sind wieder da. Und zwar, wir haben das Winners Final. Dreisight gegen Zentopia. Dieses Mal in einem Best of Seven. Das heißt, wir haben ein Spiel mehr. Und zusätzlich zu der ganzen Geschichte haben wir auch noch erstmal Operation Goldfisch auf der Steinkühlergrube. Aber wir haben noch zusätzlich ein Counterpick, was die Verlierer der vorherigen Runde sich immer aussuchen dürfen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Zentopia Operation Goldfisch auf Steinkohle verliert, was nicht sein muss, war nur ein Beispiel, können sie sich eine Map-Modi aus der Map, aus dem Map-Pool rausnehmen. Also Map und Mode. Allerdings darf natürlich keine Map-Mod zweimal vorkommen. Und Zentopia darf keine Modi nehmen, beziehungsweise Verlierer des Teams darf keine Modi nehmen, auf die sie schon gewonnen haben. In diesem Set. Wird auf jeden Fall lustig. Das heißt, du musst auf allen vier Modis gewinnen. Es gibt. Ja, das ist natürlich dann umso wichtiger. Aber definitiv ist es auch wichtig, dass man schon vorher die gute Führung hat, weil du willst ja zum Schluss hin so viele Counterpicks haben wie nur möglich. Das heißt, du willst Ja. jetzt nicht irgendwie das Ganze irgendwie eng schnallen oder einen Matchpoint abwehren müssen. Man will es am besten so sicher wie möglich spielen. Wie gesagt, beide Teams hatten eigentlich, also eigentlich hatten die Spieler genügend Zeit, sich das Counterpick-System anzugucken, weil es gab, weil es gibt dieses Counterpick-System auch in dem deutschen Splatoon-Ladder, beziehungsweise dem DSL. Und jetzt geht es ab, wenn's abgeht. Wir haben das Winners Final Best of Seven Reichszeit gegen Zentopia und Ender mit der Ninja Squid Carbon. Man kennt es. Wer kennt es nicht? Ja, und auch dreimal Object Shredder auf der Seite von Zentopia, was natürlich bei Rainmaker umso besser klappt. Währenddessen auf der Seite von Rayside nur eine. Dadurch haben sie natürlich dauerhaft einen Nachteil, was das Poppen des Rainmakers angeht. So, und jetzt legen wir auch schon los. Wir haben Merz, der jetzt leider down ist. Huch, von der C-Jet. Wow. Okay, aber ja, es ist halt Steinkühlergrube bzw. Piranha Pit. Das heißt, wir haben erstmal so eine kleine Einfindungsphase. Ich glaube, das gilt eigentlich immer so, wenn man halt. Oh, schöne Way hier von Luis. Hat sogar direkt die Zap gepunished. Und jetzt haben wir auch den ersten Push hier von Nexus. Da kommt aber Endor. Catcht Nexus hier, aber wird dann auch selber gedownt hier von der C-Jet. Der Pop geht an Zentopia. Und das war es dann auch schon gewesen. Ja. Ja, ein kurzer Push. Aber es war auch nur der erste, es war nur der Beginn. Jetzt liegt es an Zentopia, einen besseren, einen zweiten besseren hinzulegen. Aber sie kommen nicht so wirklich rein momentan. Werden immer wieder durch die Stingray oder die Missiles aufgewirbelt. Nexus findet die Suction von Kirby. Das wäre jetzt natürlich die Möglichkeit für Zentopia zu pushen. Violet muss rausspringen. Und jetzt könnten sie Ja, richtig das schön könnte der pushen. Push werden. Ja, die Ja, Stingo. der Ja. Sting, der tut weh. Aber sie haben die Führung. Smui. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht gesehen, weil ich weiß nicht, ob das ein Splash-Counter ist oder nicht. Weil manchmal verpuffst du einfach, manchmal springst du wirklich ins Wasser. Ist immer so weird. Glaube, hier verpufft man nur, weil. Ich glaube, Ja, es ich ist zu glaube nämlich hoch. auch. Wie gesagt, ist immer komisch. So. Sting raus.
Inkjet auch. Inkjet as well. Missiles as well. Passiert nicht wirklich viel auf beiden Seiten. Es passiert nichts. Sie halten sich so ein bisschen in der Mitte rum und versuchen Picks zu bekommen, aber so passiert halt nicht viel. Muni stirbt jetzt hier. Nexus stirbt auch. Endor, der pusht weiter vor. Und jetzt grabben sie den Rainmaker und Violet, er kommt jetzt auch noch von hinten. Das war's dann auch. Oh, Endor verfehlt Schmui. Yikes. Und das war natürlich auch der Push. Waren da mehr Punkte drin? Ich habe keine Ahnung, aber es wären mehr drin. Weiter mehr. So, und jetzt geht es auch noch weiter. Es könnte mehr werden. Es kann mehr werden. Gewinnt. Luis jetzt auch nimmt die Whale, aber Endor wird komplett gecatcht von Endor. Und die Kamera Schwenkung war richtig lustig. Aber Endor jetzt down. Keine Points für Rayside in der Hinsicht. Die versuchen jetzt natürlich nochmal wieder den Waymaker zu picken. Schmui jetzt sucht's. Aber wieder. Schmui versucht's, aber scheitert aber halt auch noch an Zentopia. Aber der Rainmaker liegt immer noch an einer gefährlichen Position. Sie warten darauf, dass er resettet. Aber Rayside wieder. Sie poppen direkt und wollen wahrscheinlich direkt wieder rein. Knapp 30 Sekunden zu spielen. Sie sammeln schon die Specials für ihren Push. So. 44 zu 47. Was kann da noch kommen? Außer jetzt noch ein Push von Rayside. Die haben jetzt zumindest jetzt alles nach vorne geworfen, was Specials betrifft. Allerdings kommt da jetzt nicht. Ja, da kommt auch nicht wirklich viel. Das ist das Problem. Endor geht vor, kann noch Violet traden. Das ist. Ja, zumindest etwas, aber das Ding ist halt, das ist die Carbon, die dem Waymaker am gefährlichsten kommen kann. Und ja, vielleicht wird das ja noch ein Push. Also ja, Luis lässt sich dann ein bisschen viel Zeit für so ein. Das Ding ist halt, Zentopia steht halt auch schon ultra ready. Luis lässt sich richtig viel Zeit. Ja. Er geht weiter nach hinten. Er hat noch 30 Sekunden zu leben. Und oh, Endor pusht vor. Endor stirbt auch schon wieder. Was geht hier ab? So, Luis versucht es jetzt. Und Luis. Er riskiert. Und er stirbt. Oh mein Gott. Okay. Und er stirbt. Aber ich glaube, das war ein Punkt mehr. Ist mit diesem Path gewonnen? Ja, ein Punkt mehr. Reicht natürlich nicht. Zentopia gewinnt Spiel Nummer 1. Es waren halt wieder diese ganz knappen Punkte, wie wir sie vorhin schon gesehen haben, wo halt nur ein Punkt Unterschied war. Jetzt müssen sie sich natürlich einen guten Counterpick überlegen, wo sie sicher drauf spielen können. Was könnte für Rayside optimal sein? Eine Map, wo die Sting gut drauf ist, wahrscheinlich. War Piranha Pit auch. Ja, das stimmt. Das ist halt das Problem. Sie müssen sich jetzt gut überlegen. Ich weiß auch nicht. Das Ding ist halt, ich versuche so ein bisschen das Spiel bisschen zu replayen. Okay, TC auf Walleye Warehouse wird es sein. Das, was wir gerade schon hatten. Das, was wir auch gerade schon hatten, ja. Die gleiche Map, gleiche Mode. Eine Map, wo das Ding gut drauf ist. So,
Reis sagt, hat Turmkommando auf Kofferfischlager gewählt. Und da geht es auch weiter. Ja, Centopia mit 0-1 am Führen. Aber ja, wie gesagt, es war halt... Also eigentlich ist es auch eine Sting-Map. Jedoch ist es keine... Es ist nicht Rainmaker. Es ist nicht Rainmaker. Was aber auch relativ knapp war zwischen den beiden Teams. Da kam anfangs nicht wirklich viel. Und ich glaube, das werden wir bei TC auf Kofferfischlager auch sehen. Aber ich lasse mich überraschen. Eventuell wird Reisagt ein sehr schnelles Opening machen. Eventuell aber auch nicht. Müssen wir halt jetzt sehen, wie sie sich das so gedacht haben. Wie sie denken, dass sie gut und sicher gewinnen können. So, auf wie geht es? Wir haben wieder einen Ninja Carbon. Wir haben nicht sonderlich viel Veränderung auf Reichstags Seite, wenn ich mich nicht recht enttäusche. Ja, auch. Centopia hat wieder die drei Object Shredder. Ja, muss man aber auch ein bisschen aufpassen, vor allem wegen Endor. Ja. Carbon. Endor ist halt sehr gefährlich. Ja, wobei das... Ninja Carbon. Ja, das Ding ist halt, um Endor rum ist jetzt auch nicht mehr viel Pain. Endor ist sogar down und es könnte sogar mehr werden als nur ein Push auf 76. Der Tower wird wieder zurückgenommen und das ist der erste Checkpoint. Und die Haare, das sieht so aus, als hätten sie den Counterpick sehr gut einstudiert. Reichstag sind auch Teilnehmer von... sag schnell, von der DSL sind, glaube ich, sogar auf Platz 1, beziehungsweise Diamantrang. Und, glaube ich, sogar auf Platz 1, wenn ich mich... Beides, ja. Danke. Also, auf jeden Fall haben sie sich die Counterpicks gut einstudieren können. Wir haben sich da schon... Bei der DSL haben sie schon Erfahrung gesammelt. So, und jetzt versucht... Centopia zu pushen, aber sie kommen nicht gut rein. Rayside verteidigt das sehr, sehr gut. Ja, aber das Ding ist halt, die sind auch schon wieder ein bisschen down. Hua mit einem starken Pick. Hier jetzt mal wieder gegen Smui, aber so der nächste ist down, die Ballpoint ist down. Das heißt, jetzt muss der Rest ran, um eventuell den so zu kriegen. Hua hat schön abgewartet. Bis... Oh, das könnte der Checkpoint sein. Es ist der... Nein! Es ist nicht der Checkpoint. Oh mein Gott. Das... Oh. Wegen einem Punkt. Lecco mio. Das war Klaus. Und Andor wieder da so... ganz in der Ecke und wartet nur auf sein Opfer. Grace halt wieder ein bisschen aggressiver. Gehen sie rein. Und können zwei holen. Und Endor, er ist einfach... ist jetzt auch gestorben. Es ist halt immer so... das eine Team bekommt ein paar Picks und dann kommt das andere Team und macht es gleich wieder zunichte und holt auch ein paar Picks. Also das ist relativ ausgeglichen. Dem ist momentan ist gerade Reichstag dran, ne? Mit den Picks. Ja. Oh, Smui, starker Trade hier. Endor jetzt vielleicht. Ja, okay, muss. Ja, muss jetzt weg. Korrekte Entscheidung. Nexus mit dem Inkjet. Da ist. Oh, das ist natürlich bitter. Und das könnte jetzt der weitere Push hier werden für Reichstag. Oder ja, auch nicht. Oder auch doch. Oder auch nicht. Way aus. Die Ray holt ein und ist ein 2 tot. Oh! Und Endor kriegt die Tor Endor nicht! Endor kriegt's nicht! Und die Shot ist last! Die Shot ist last da vorne und muss jetzt gegen Nexus ran! Nexus stirbt! Es auch! Das ist Checkpoint 3 durch! Und jetzt Endor. Herzlich willkommen und Endor in Wall A! Und das war's gewesen! Wow!
So schnell kann's gehen. Wenn sie es einmal vernünftig anpacken. Just saying, das war ein Counterpick. Ja, das war ein schöner. Das war ein Counterpick für Rayside. Und die haben das Ding reingehauen wie keine Ahnung was. Die haben wirklich die Picks geholt. Die Shot war last. Und an dem Moment, ja, war es richtig, richtig schwer für Centopia da noch irgendwas zu holen. Und sehr, sehr stark gemacht auf jeden Fall. Und jetzt hat Centopia die Ehre und die Macht, über Spiel 3 zu bestimmen. Zu erwählen. Sonst Mako. Zones Mako, auch bekannt als Herrschaft Cetacea Markt. Und unter so vielen anderen Namen. Ja, Markomat, was gibt's noch? Keine Ahnung. In anderen Sprachen gibt's bestimmt noch andere Namen. Aber ja. Setz uns auf. Marco geht immer. Das geht immer. Und vor allem, das ist eine eigentlich ist das eine Endor-Map, weil Endor ist Carbon. Ja. Und Marco hat sehr viele Ledges. Die haben die perfekt auf ihn. Ja, das ist eigentlich eine Endor-Map. Also, wenn Centopia das nicht gewinnt, dann. Entweder hatte Rayside eine sehr gute Counter-Strategy oder ich habe absolut keine Ahnung. Sie müssen da richtig gut aufpassen, auf jeden Fall. Ja. Ob sie gut aufpassen werden, das entscheidet sich jetzt. Eins beide in diesem Winners Final des deutschen Splatoon-Pokals. Der Winner zieht ins richtige Final ein. Ins Grand Final. In die ganz wichtige, also in die entscheidende, auf letzte die ganz, Runde. Auf die ganz große Bühne. Oh, Endo's down! Okay, ich glaube, sie haben sich da was Gutes überlegt. Ich glaube, die haben eine Counter-Strat. Oh, die haben eine riesen Counter-Strat. Oh. So, Smoothie hat jetzt Blut. Ja, ich wollte gerade sagen, Smoothie hat Tinte geleckt, aber der geht. Und okay, Smoothie wow. Gegen Endor, okay. Sie haben richtig gut was ausgearbeitet. Als wenn sie gewusst hätten, dass diese Map kommt. Centopia pickt die Map-Mode und Smoothie so. Smoothie gerade so, my time has come. Und Smoothie gegen Endor. Ah, da kann er nichts machen. Eieiei, okay. Jetzt sind die meisten aber down, though. Da kommt jetzt vielleicht sogar noch die Booyah rein, die Luis vielleicht zwingend nutzen muss. Da kommt auch die Booyah rein. Und die macht natürlich den Bomb-Rush von Endor zunichte. Endor kann trotzdem reinholen. Oh, Luis. Ist er sehr aggressiv. Kriegt aber drei Leute da. Endor kriegt auch einen. Und der Wipe. Warte mal. Ich will noch... Ist das... Das ist Centopias Counterpick. Aber was geht ab? Wir kommen gar nicht drauf klar. Das Opening maximal stark von Smoothie mit der Luna Blaster. Und dann noch Luis mit dem Triple. Konnte zwar die Sau nicht mehr retten, aber ist egal. Und Endor, er kommt nicht rein. Ist eigentlich Heimvorteil für Endor, aber ja, unglücklich. Ja, Smoothie, er macht ihm fast alles zunichte. Also Ray ist halt hier sehr stark. Weil das Ding ist halt, wenn man halt ein bisschen auf die Maps, auf die Pain guckt, die haben halt sehr viel Pain in der Mitte. Ja. Und das ist halt ziemlich tödlich für Endor, weil jetzt ist er halt auch wegen Squid Ninja. Das ist wichtig. Und Smoothie gewinnt auch diesen Kampf. Und jetzt ist der Cooldown vorbei. Und jetzt tut's weh wieder. Ja.
Jetzt zieht's wieder an den Tentakeln. Das klingt jetzt so falsch, aber egal. Es ist Splatoon. Jetzt müssen sie rein, aber Luis ist ja wieder da mit dem Triple. Die schaffen's nicht. Alter, was war das für ein Game von Rayside? Da glaubt man gar nicht, dass es der Counterpick von Zentopia war. Man denkt eher, es wäre der Counterpick von Rayside gewesen. Weil sie haben es so stark gespielt. Von Anfang bis Ende. Aua! Das hat wirklich wehgetan. Ja. Rayside hat sich überhaupt nicht von der ersten Runde verunsichern lassen und startet jetzt mit einem 2:1. So, noch ein paar Ergebnisse gefällig. Wir haben... Okay, Delicious Nuggets ist gedroppt. Gegen Bim Bam. Damit steht Bim Bam im Loser Semifinals gegen den Sieger von Shadow Squids gegen Mikey. Und ja, wir warten noch auf den Counterpick von Zentopia und sie ernennen Turmkommando auf Inkblood Art Academy. Ja, Turmkommando, sehr gute Map, sehr guter Mode. Natürlich wieder für Luis mit seiner Sting. Aber sie haben sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht. Ja. War trotzdem ultimativ bitter, dass so eine Map für Zentopia. Dann kommt auf einmal so ein Rayside her und macht wirklich alles kaputt mit der Luna Blaster und dann noch mit der starken Vorstellung von Luis da an der Stelle. Sehr strong auf jeden Fall gemacht von Rayside, die hier den ersten Counterpick hier von Zentopia kaputt machen. Haben ihren eigenen verwertet. Einen komplett weggesmashed. Stehen jetzt damit, haben wirklich eine sehr gute Position. Jedoch müssen sie noch da ein bisschen aufpassen. David geht's in die vierte Runde. Den Counterpick von Zentopia, der hoffentlich besser ist als der letzte. Turmkommando. Jetzt habe ich gerade, ich habe ja vor dem Match gesagt, dass das Gewinnerteam in allen vier Modis gewinnen muss, ne? Jetzt merke ich so gerade ein bisschen meinen Fehler in der Logik. Wenn jetzt Reisack das gewinnen würde, hätten sie zweimal Turmkommando gewonnen. Stimmt. Ja, aber das ist glaube ich in der DSL auch so. Ja. Und Endor? Endor Deceit. Endor Deceit. Endor Deceit und alle hören auf zu spielen. Okay, okay. Wir haben einen DC und können uns da so ein bisschen über das Spiel unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich jetzt erstmal eine riesen Domination von Rayside gesehen, aber ich glaube wirklich, dass wir noch ein richtig, richtig krasses Spiel sehen werden. Vor allem, weil Zentopia auch richtig stark war. Ich denke mal, dass diese eine Map ist halt so dieses typische, diese typische Inkonsistenz, die man halt hat. Als Spieler, das ist normal. Aber ich glaube, Zentopia kann sich aus diesen 2-1 nochmal zurückkämpfen. Werden sie definitiv. Ja. So,
So, ich weiß jetzt aber nicht, ob Endor jetzt vorher die Seed ist. Vor was? Oder ob Endor jetzt vorher die Seed ist oder bevor der Timer halt losgegangen ist oder halt nachdem erst. Er ist noch losgestürmt. Ich habe ihn so gerade angeguckt. Er kämpft da so noch und auf einmal bleibt er stehen und auf einmal die Seed da einfach. Ah, okay. Also der Timer, der hat schon. Ja, also der ist schon war, gelaufen. Er lief schon, ja. Dann ist es halt ein Gameplay. Und. Dabei darf halt maximal ein DC pro Set genutzt werden, also ein Replay pro Set. Den hat Zentopia hiermit genutzt. Waffen dürfen übrigens gewechselt werden. Ausrüstung auch, ist ja klar. Das heißt, ein bisschen mehr Zeit über Gott und die Welt und Splatoon 3 zu philosophieren. Wie fandest du eigentlich, dieses Gameplay-Dingsbums, was Nintendo released hat zu Splatoon 3? Ich fand das ziemlich interessant, dass sie mal schon so einen Vorgeschmack auf Splatoon 3 gegeben haben, dass sie gleich schon ein paar Waffen und ein paar Specials und Secondaries vorgestellt haben, die dann letztendlich in Splatoon 3 vorkommen. Ja, aber ich habe halt auch schon gesehen, dass die meisten ein bisschen enttäuscht waren von Splatoon 3, weil es halt basically fast Splatoon 2.5 ist halt. Ja, es ist halt nicht wirklich was Neues. Die Maps sind halt anders. Das Ding ist halt, es ist halt bei Splatoon 1 auch, oder? Ja. Also sie müssten quasi in Splatoon 3 noch irgendwas Besonderes, irgendwas Neues reinbringen. Wie in Splatoon 2 zum Beispiel die Dulies oder die Tens. Das hat aber Splatoon 3 mit dem Bogen. Ja, das meine ich, aber halt noch sowas anderes. Weil mit den Dulies hatten sie auf einmal eine ganz neue Spielmechanik. Mit dem Bogen. Aber. Ja. Da gab es auch einige, einige interessante Ideen, die ich auch von der Community gesehen habe, wie zum Beispiel so ein Handschuh wie bei Thanos. Könnte interessant werden. Oder halt so ein richtig Nahkampf, so ein MMA-like, keine Ahnung. Okay, ich stehe mich jetzt ein bisschen zu sehr rein. Anyway, wir haben Spiel Nummer 4 jetzt. Rayside gegen Zentopia auf Turmkommando Inkblot Art Academy. Und ja, Missiles rein. Und da ist ja der erste Pick hier gerade für Zentopia. Das heißt, sie können jetzt richtig gut pushen. Kirby liegt sich da noch ein bisschen zurück. Hua auch mit der K-Shot. Da kommt jetzt der Inkjet rein von Nexus. Versucht, den Turm ein bisschen aufzuhalten. Hat auch Erfolg damit. Der Turm geht wieder zum Nullpunkt. Mehr wird er aber auch nicht kommen. Ja. Sie versuchen es weiter und sie haben jetzt zwei getickt. Schön gesehen. Das war sehr wichtig. Wieder in seinem Element. Ja, Ender wollte gerade versuchen, da rein zu flanken, jedoch wurde er von links gesehen. Von Nexus. So, alle vier. Und das gönnt sich Hua natürlich. Ja. Und damit sind auch schon mal zwei da. Das ist eigentlich ein Gottesgeschenk, wenn alle Endor auf einer Position sind. So, jetzt Endor. Endor wieder in seinem Element. Und killt noch Smui. Und jetzt drei tot. Luis ist auch tot. Und das tut jetzt weh. Das kann jetzt böse ausgehen. Das, was Zentopia in Marco erlitten hat, leidet jetzt Rayside in Inkblot Art Academy. Die haben so gesehen, Zentopia. Ja, okay, also Zentopia hat gesagt, okay, das, was ihr könnt, das können wir schon seit langem. Hua, wieder mit einem starken Engage hier jetzt nochmal gegen Luis, aber leider gefehlt. Und jetzt nochmal die Armor. Das sind die letzten Punkte und das ist vorbei. Wow. Das Leiden hat ein Ende.
Steht 2-2. Oh mein Gott, das wird ein langer Abend. Das wird ein sehr langer Abend. Ja. Ups, das war der falsche. Aber ja, Zentopia damit der Ausgleich 2-2. Jetzt haben sie deren Counterpick in die Runde genommen. Jetzt hat Rayside einen Counterpick und sie dürfen nicht auf Turmkommando und sie dürfen nicht auf Herrschaft spielen. Wäre jetzt wieder interessant, was für ein Counterpick sie wählen werden. Das heißt, wenn ich mich irre, Wayne und was ich hoffe, dass ich jetzt richtig gesagt habe, ich sind die TOs bestimmt auch noch da. Ich glaube, sie werden sich den Counterpick gut überlegen. Schreiben schon. Oh, CB Aquacore. Ah. Das heißt, Hotel Nähe tun Muschelchaos, it is. Jetzt nicht recht täusche. Jawohl, perfekt. Ja. Da wird das nochmal eine sehr tolle Geschichte, vor allem bei Clamlets of New Albacore. Das ist so eine Map für sich. Das ist wirklich eine Map für sich. Aber ich glaube, bei so einer offenen Geschichte, ich weiß nicht, ob das eine Map für Endor wäre, aber das könnte natürlich sein. Jedoch die Walls und so weiter relativ hoch sind, das heißt, Endor müsste da ein bisschen auf die normalen Engages drauf achten und nicht auf die Punishes. Aber wie gesagt, ist ja kein Pick für Zentopia, sondern für Rayside. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, für Rayside, die haben halt sehr viel Range. Vor allem Luis mit entweder Hydra oder halt mit der C-Jet. Gar nicht mal so abwegig, der Counterpick. Sie haben sich bestimmt wieder was dabei gedacht, also wie wahrscheinlich bei allen. So, auf geht's. Rayside in grün, Zentopia in lila. Es geht in Runde Nummer 5 von 7 möglichen. So, Endor geht jetzt aber auch nicht mehr auf die Carbon, sondern tatsächlich auf die Full Squeezer, das heißt mit Bubbles. Jetzt ein bisschen angreifen. Das kann bei Muschelchaos gut funktionieren. Um gut reinzugehen. Und auch die Comp bei Racer hat sich ein bisschen verändert.
Luis ist jetzt auf die Hydra gewechselt und Mui hat jetzt die K-52 ausgepackt. Aber Ray ist halt jetzt eher in Bedrängnis, weil... Oh, schön gemacht von Endor. Sehr schön gemacht von Endor. Und das ging schnell, dass sie jetzt schon so schnell pushen. Ja, aber die lösen es auch sehr gut auf, die Ray-Sector. Ja, und haben natürlich auch selber eine Supermuschel bereit, um anzugreifen. Aber sie müssen halt reinkommen. So, die Bombe flutscht ins Wasser von Violet, die ursprünglich für die Wall bestimmt war. Da kommt der nächste Pick hier auf die Ballpoint. Jedoch sehr wenig Paint hier gerade auf der linken Seite für Ray, zeigt, die ja gerade pushen wollen, aber die kriegen auch den Push. Smooth übrigens mit der K-Gallen, was ich vergessen habe. Hab ich schon gesagt, aber ja. Okay, super. Oh, die haben wieder ein DC. Aber diesmal ist es Ray zeigt. Und da haben sie Glück, dass noch nicht so weit gepusht wurde. So, da wird natürlich ausgiebig geholfen, dass das Spiel so schnell wie möglich beendet wird. Und das war's auch gewesen. Jetzt haben beide ihre DCs genutzt. Das war Luis, der DC wurde. So. Ja. Nein! Oh, for goodness sake. Ja. Hey, ich habe halt vergessen, dass sie halt in Alpha waren. Ja, ja. Oh, das Gott. Ist blöd. Das sollte nicht passieren. Es kann passieren. Vor allem, weil du halt immer wartest, ja. Yep. Naja, my bad, deswegen. Wird es ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, ein Lobby-Restart wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ach, das passt schon. So, Losers One 3 startet schon. Ich glaube, wir werden noch etwas zu knabbern haben. Alleine an Winners Final. Deswegen wird das sehr gut sein. Dass wir Losers One 3 nicht streamen werden, aber dafür halt das Losers Final, deswegen wird es ein bisschen Pause geben. Kommt drauf an, wie Shadow Squads und Pimpam spielt. Und danach gibt es das Grand Finals. Mit dem Sieger im Winners Bracket, beziehungsweise der Sieger von Rayside gegen Centopia. Und dann den Losers Bracket Sieger, was beinhalten kann Rayside, Centopia, Shadow Squids oder Bimbam. Ja. Das wird sich halt jetzt entscheiden. Die vier Teams dann haben noch die Gelegenheit. Ja. Sind auch schon übrigens in den Top 4. Wir könnten auch weiter sein, wenn nicht so viele DCs oder Fehler passieren würden. Aber Fehler sind menschlich und das. Ja. Ja, ich hab jetzt die Lobby neu gestartet. Also wenn die Lobby cursed war, dann.
Hätten wir das damit geklärt. Wir warten noch auf einen von Zentopia. Zentopia. Ich versuche gerade zu eruieren, wer das gewesen sein könnte. Mert. Oder Mert, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mert. Ich sag Mert einfach. Ich muss noch den Weg in die Lobby finden. Ah, okay. Mert braucht noch kurz. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich darf noch Losers Finals und Discord Finals streamen. Yeah! Meine Stimme wird so tot sein. Ach, ist das schön. Ich glaube, er findet den Weg in die Lobby nicht mehr. Links, geradeaus, bis im Laden. So, was hast du heute so Schönes gemacht? Bowling gespielt. Nintendo Switch Sports. Ich habe übrigens auch mal gewonnen, dieses Bowling Battle Royale, was ich richtig geil finde. Aber ich muss mich immer noch so in dieses System da reinfinden, weil normalerweise hast du ja bei Wii Sports und Wii Sports Resort hast du ja das System, dass du die B-Taste, was bei der Wii war, die B-Taste, diese. Ja. Ne? Was du eigentlich loslassen könntest. Aber das Ding ist ja, bei Nintendo Switch Sports musst du das festhalten. Das hat mich richtig abgefuckt. Deswegen konnte ich den Ball auch nicht immer drehen. Ja, das ist blöd. Was ich halt normalerweise tue. Mittlerweile werfe ich den Ball einfach komplett todesflach in die Gegend. Und habe dadurch gewonnen, wofür ich mich richtig scheiße fühle. Aber ich glaube, nach dem Stream werde ich mich da noch ein bisschen einfuchsen. Ja, dann noch ein bisschen Sport machen. Immer doch. Schlafen ist was für Anfänger. Wir machen Sport in der Nacht. Ich glaube, ich war gestern, also in Anführungsstrichen heute bis 3 wach und habe die ganze Zeit Nintendo Switch Sports gespielt. Boah. So, Status-Update. Er hat sich immer noch nicht eingefunden. Nee, da wird's aber, glaube ich, auch nicht mehr, weil er wurde ersetzt. Das klingt so böse, wenn man sagt, er wurde ersetzt. Oh. Das klingt wirklich böse. Böse. Das klingt böse. Oh, Marsch ist auch gut. Marsch ist da. Marsch ist auch cool. Ist so. Der Satz. Was haben wir? Clemens Los Blitzos, ne? Jawohl. Clemens Los Blitzos auf Erbakor Hotel. So. Kyo. Nichts falsch machen. So. Ist doch alles richtig, ne? Racer. Ja, perfekt. So, wir machen weiter auf Muschelchaos Hotel Neotun, Clamblitz New Albacore Hotel. Ich schicke gerade 2-2.
Also noch nicht viel verändert. Das Ding ist halt, der Sieger dieser Runde wird definitiv den Counterpick in der letzten haben. Ja. Das könnte, wenn Raysight nicht deren Ultra-Weapon schon in Dings geused haben, in TC Wally, könnte das nochmal sehr kritisch werden für Zentopia und vice versa. Ja, es könnte kritisch werden. Aber ich glaube, dass wissen beide Teams und ich glaube, beide Teams haben noch so einen gewissen Ass im Ärmel. Vertraue ich denen zumindest. Wahrscheinlich. Also sie müssen noch irgendwas Starkes in Hand haben. Werden wir jetzt sehen. Clamlets auf New Albuquerque Hotel. Jetzt geht es wieder richtig ab. Und wir haben die nächste Partie. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Waffen gewechselt. Ja, sie haben die Waffen gewechselt. Zwangsweise, weil Matt nicht mehr da ist. Ja. Ah, nee, stopp, eine Quadhopper. Ja. Mui hat jetzt auf die Quadhopper gewechselt, war vorher, ich glaube, bei der Kegel. Okay. Kann ich jetzt... Ich kann somewhat nachvollziehen, wenn es Mui jetzt pushen will, aber... Ja... Oh. Das war damit. Das ist jetzt böse. Oh, schön erwischt von Luis. Schön erwischt von Luis. Ich glaube, er hat sie so ein bisschen geködert. Luis war sogar last. Ja, so Luis geht so sehr provokativ nach vorne und lässt sich dann so zurückfallen. War trotzdem schön gemacht. So, aber ja, wie gesagt, der erste Push schon mal vereitelt hier von Luis. Mit, wie du schon gesagt hast, mit dem wunderschönen Köder, den er da gesetzt hat. Er hat auch wirklich sehr gut gepunished, weil ja. Der eine Mate von Zentopia hatte die Clamps zugepasst. Luis hat es sofort gesehen, hat sofort gepunished und da war dann sowieso Ende im Gelände. So, Smui jetzt gegen 4. Verliert leider und es ist halt immer noch sehr ausgeglichen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Race-Segment ist, ne? Ja. Und Race halt sichert sich jetzt so ein bisschen in die Mitte. Und hat auch... Naja, sie haben nicht genug Muscheln. Und der Kill gegen Smooth, der war böse. Der war richtig böse von Marsh. Not gonna lie. Das war schön gemacht hier. An der Stelle. Aber jetzt nochmal gegen Luis. Das ist sehr frech von Marsh. Aber ich mag das. Ich mag das. Also ein bisschen zu sagen, von der Seite reinzugehen. Oh, jetzt Marsch auf der Position. Jetzt haben die aber auch Armor. Armor gegen Armor. Aber Violet ist down mit der Super. Jetzt kommt Nexus eben. Marsch ist da ein bisschen weit vorne. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Weil er hält sich da momentan noch sehr gut. Aber es wird sich natürlich... Ja, jetzt... Der Internet. Bleiben wir beim... Marsch. Ja, der Kill auf Marsch war aber sehr überfällig, weil spätestens nachdem Marsch da komplett gecornert wird, wäre Marsch eh weg gewesen. Deswegen guter Inkjet Direct hier von Nexus, denn es ein bisschen beschleunigt hat den ganzen Prozess. Die haben nicht genug Zeit. Und jetzt könnten sie pushen, sie haben einen... Und sie holen einen, sie machen eine rein. Zwei. Ja, es ist zwei. Und damit hätten wir den ersten Push auch schon erledigt. Mui hier mit dem Trade. Nexus muss raus. Nexus kommt raus. Reversen tut Nexus nicht. Marsch!
Hallöle mit den wunderschönen Range. Und der Nexus ist down. Oh, alle, die sind da auch. Marsch geht weiter rein. Ah, sogar. Jetzt könnten sie. Das müssen sie eigentlich. Sie müssten. Und Endor versucht es. Und macht die erste rein. Und Marsch gegen Smui holt Smui. Marsch gegen Violet. Oh. Das war's. Jawohl. Aber Marsch muss jetzt rein. Die müssen schon reingehen. Ja. Sie kriegen eine, sie verlängern es. Aber jetzt nur noch Hua. Und Hua ist aber weg. Es wäre so viel mehr. Das hatte wirklich sehr viel Potenzial. Aber dann sind sie weggestorben. Und damit ist der Push da auch beendet. Wir haben noch gut 35 Sekunden zu spielen. Oh, Körper jetzt gegen... Oh, das war ein sehr, sehr kritisches Movement hier gerade gegen die Nauts. Aber Smui geht da down. Sehr stark gemacht. Sehr starker Trade auf jeden Fall hier von der K-Shot von Zentopia. Der nächste kommt aber down und das ist Marsch mit der Squeezer. Die müssen noch einen Push machen. Die versuchen jetzt, glaube ich, von der Seite. Endor momentan. Aber Endor kommt down as well. Und das zwingt jetzt so ein bisschen Zentopia auf die Sprünge. Sieht kritisch aus. Zentopia muss jetzt auch innerhalb der nächsten 20 Sekunden die Supermuschel reinschmeißen. Marsch, though. Marsch mit den Bubbles jetzt. Das könnte es sein. Ja. Ha, vorbei. Und die müssen ja reinschmeißen. Doch. Und oh, das ist... Ja, und sie machen die Führung. Boah, okay. Okay, es könnte... Es wird noch interessant. 3-2. Und damit hat Zentopia den Counterpick genutzt. Genutzt? Nee, genutzt nicht. Ich glaube, das war Reisigt. Ja? Ja, das war Reisigt. Die sind alle die ganze Zeit die Seed. Da vergesse ich das doch. Alles gut. So, damit hat Reisigt nochmal einen Counterpick, welches nicht beinhalten darf Turmkommando und Herrschaft. Zentopia darf nur noch Split Zones counterpicken. Wenn ich mich nicht recht täusche, ja. Operation Goldfisch, Turmkommando und Muschelchaos dürfen jetzt nur noch auf Herrschaft wechseln. Reisigt hat jetzt den letzten Counterpick. Ihren letzten Counterpick. Welches nicht beinhalten darf Turmkommando und Herrschaft. Also Operation Goldfisch. Und nochmal Muschelchaos. Also mit den Counterpicks läuft es wie folgt. Der Verlierer der vorherigen Runde darf für die nächste Runde die Map und die Modi auswählen. Jedoch darf keine Map-Modi zweimal vorkommen. Und das wählende Team darf keine Modi auswählen, auf die sie schon gewonnen haben. Eigentlich relativ einfache Regeln. Ja. Demnach, Reisigt darf Rainmaker, was sie übrigens jetzt auf Black Belly spielen. Auch bekannt das ist natürlich als auch eine kritische Map für Endor. Ja. Mit seinem Carbon da so rumfuchteln. Rex. Ja. Ja, wobei. Ja, stimmt. Endor ist jetzt zumindest nicht mehr sonderlich auf Bubbles. Beziehungsweise müsste er jetzt nicht mehr Bubbles spielen, weil dafür ist, glaube ich, jetzt Marsch zuständig. Bin interessant. Sehr interessant. So, dann gucken wir mal, wo ist denn die wunderschöne Map?
Da ist er. Und gleich geht es weiter in 25 Sekunden. Jahren. In abgezählten 25 Sekunden. Aber wie gesagt, sollte jetzt Zentopia dieses Spiel verlieren, hätten sie zumindest den Counterpick auf Splat Zones gezwungenermaßen. Ja. Und damit geht es auch weiter. Reichsight gegen Zentopia. Ich glaube, Reichsight war... Reichsight war nicht vorher in Führung gegangen. Sie sind erst mitten in der Runde in Führung gegangen. Zentopia zum zweiten Mal in Führung. So, warum war das? Und Endor geht jetzt auf die Ninja Carbon. Wie gesagt, kann auf Waymaker sehr interessant sein. Und sie kriegen schon mal den Pop. Und Louis... Aber die Way ist auch noch raus. Ja, Louis mit Way. Okay, da geht auf jeden Fall schon mal die Ecke ab. Kirby jetzt hier mit dem versicherten Trend hier gegen die Naus. Mui mit dem Quadhopper ist jetzt auch schon mal down. So mit der Tetras. Und da kann noch viel mehr kommen, aber jetzt auch nicht mehr viel, weil es ist halt so eine typische Rainmaker-Map. Man wartet, bis da irgendwas passiert. Ja. Oh, Smui. Ja, da waren drei Leute. Da waren also, drei Squids, das kannst du nicht machen, auch als Tetra, auch als... Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber bei, ich glaube... wieder ein DC! Oh. Ah, diesmal müssen sie spielen! Das ist natürlich jetzt blöd. Oh, das ist... Eigentlich... Ja, es ist halt blöd. Eigentlich gibt es kein DC-Replay mehr. Aber Endor hat das nicht so verstanden. Eigentlich damit ein Punkt. Das ist natürlich jetzt blöd. Weil es war, es ist jetzt... 3-3. So. Watch me getting killed. Bei Uff. Ja, damit hat Zentopia jetzt den Counterpick. Ah, wir müssen jetzt erstmal wieder auffüllen. Doch müssen sie eine Zones Map nehmen. Zones kam jetzt in diesem Set nur einmal vor. Also wie muss da was? Aber jetzt wird erstmal nach einem Gentleman Agreement gefragt. Und wurde eiskalt abgelehnt. Ach, sie wollen das gewinnen. I mean, ich kann's absolut, also wie gesagt, ich kann's nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Es gibt halt Regeln und
wenn man halt will, dass man sie halt durchzieht bzw. durchgezogen haben möchte, dann ist es halt so. Aber so ist es nun mal. Dafür hat jetzt aber Zentopia die Gelegenheit, eine Splatzons-Map ihrer Wahl, was nicht Cetacea-Markt heißt, zu nehmen. Das wäre eine schlechte Wahl. Ja, das wäre nicht sogar eine schlechte Wahl, das wäre sogar eine illegale Wahl, weil die ist schon mal da. Ja. Das haben wir schon gespielt. Ich glaube, es wird ihnen auch nicht viel bringen, weil es hat halt schon Wayside drauf gewonnen. Hm. Ja, ist aber trotzdem blöd, so ins Game 7 zu kommen, aber... That's how it is! Und wir spielen auf Starfish Mainstage. So, bitte kein DC. Please. I beg you. So, 3-3. DC ist auf beiden Seiten. Das heißt, wenn ein DC ist, gibt's gar nichts mehr. Dann. Und ich glaube auch, es wird kein Gentleman Agreement kommen. Wenn Reisek DC, dann wird Zentopia definitiv kein Gentleman Agreement machen. Und vice versa. Nee, wahrscheinlich nicht. Und vice versa. Deswegen. Check your Internet. Denn jetzt wird's richtig interessant. Das wird jetzt richtig interessant. Und wie gesagt, jetzt stell dir mal vor. Weil das ist ja schon Winners Final. Ja. Wenn die, wenn der Verlierer dieser Runde, die auch ein DC hat, jetzt natürlich das verliert und dann Losers Finals gewinnt. Und die würden sich beide wieder begegnen. Ja. Das ja, dann würde ich mal sagen, holt schon mal eine Hundertschaft, weil das wird brennen. Es wird richtig brennen. So. Final Map. Zones of Starfish. Wie gesagt, DCs auf beiden Seiten. Und mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Jetzt kann ich Smui ein bisschen mehr nachvollziehen, warum Smui da reingedroppt ist. Weil wegen Quick Respawn und du kannst es ja halt leisten. Marsh ist down! Kami ist down! Smui geht richtig aggressiv rein. Eieieiei. I mean. Nur noch Hua. Und Smui geht richtig aggressiv rein. Aber jetzt haben sie zumindest Smui entschärft. Allerdings Lua auch noch down. Jetzt ist die Arme auch raus. Die Heavy ist down. Jetzt könnte das die Zone werden. Und Marsh kommt jetzt von der Seite. Mit den Bubbles. Kann erstmal keinen holen. Aber die Bubbles tun natürlich trotzdem weh. Oh, da kommen die Hexenschüsse von Luis. Richtig. Ich sag's lieber nicht. So, Smui hat. Smui will wieder. Smui kriegt wieder. Smui kriegt sogar noch die Armor, kann sogar noch viel mehr machen. Aber viel mehr kommt da jetzt doch nicht. Nee. Doch, Smui doch will wow. Richtig viel. Aber jetzt nochmal gegen Endo. Und Endo gewinnt die Geschichte. Aber da kommt die Bomb. Das dann auch. Ja, das tut natürlich immer weh, wenn dann irgendwo so eine blöde Bomb rumliegt. Und damit Reisigt im Vorteil gegen Zentopia. So, Bubbles kommen jetzt rein, aber nicht für die Zone. Oh, Marsh stirbt da und da kommt jetzt nochmal der Inkjet. Hua stirbt. Und Körbe jetzt nochmal hier gegen Zwei, nur ein Zwei, das reicht nicht.
Und Endor jetzt nur alleine. Endor, nur noch Endor. Und er schafft's nicht. Und er schafft's nicht. Na gut. Es war kein DC. Es war kein DC, aber es war trotzdem... Oh mein Gott. Es waren trotzdem die Schmerzen eines DCs. Das bringt mich gerade ein bisschen zum Nachdenken, weil es gibt ja halt die Regel, du darfst keine Modi counterpicken, wo du schon drauf gewonnen hast. Keine Ahnung, also bei beiden Zones-Maps war Rayside ganz klar im Vorteil. Und zwar richtig klar im Vorteil. I don't know, ob das wirklich ein Counterpick für Zentopia gewesen wäre. Aber ich denke mal, das ist eine Philosophie für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, denke ich mal. Das können die sich dann überlegen. Ja. Allerdings sind wir auch gleich wieder dabei. Und zwar, es gibt gleich Bimbam gegen Zentopia. Allerdings will ich mich schon mal von dir verabschieden, Fearless. Ja. Auf jeden Fall Dankeschön, dass du mit mir diese wunderschönen Partien kommentiert hast. Durch wen werde ich denn jetzt ersetzt? Jetzt wirst du ersetzt. Dum, dum, dum. Ja, und nochmal vielen herzlichen Dank an dich. Und wolltest du noch irgendwas sagen zu den Zuschauerinnen und Zuschauern, bevor du ersetzt wirst? Ja, also ich wünsche euch noch einen schönen Restwochenende, sind ja nur noch ein paar Stunden. Noch viel Spaß beim Gucken mit Kyo und irgendeinem anderen, der jetzt noch kommentieren darf. Ich weiß nicht, wer. Da noch jemand? Ja, da kommt bestimmt jemand. Lass dich überraschen. Okay. Auf jeden Fall euch noch viel Spaß beim Turnier. Und ja, ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Guti, dann würde ich mal sagen, wir sind gleich wieder zurück und gleich wieder für euch da im Losers Finals. Und zwar Bimbam gegen Zentopia. Und damit be right back und stay tuned. Auf Wiedersehen.